Hallo, mein Name ist Harald Säger. Ich bin Teil des 3D-Teams von Leica Geosystems in Deutschland und ich darf Ihnen heute den RTC 360, den Reality Capture 360 Sensor vorstellen. Wenn Sie einen RTC bekommen, wird er Ihnen in der Regel in dieser Box geliefert, in der Leica Kiste. Wenn wir uns das anschauen, sieht das so aus, dass Sie den Sensor in dem Koffer haben. Sie haben 4 Batterien, 2 USB-Sticks und ein großes Ladegerät dabei. Als Zubehör zum RTC 360 empfehlen wir Ihnen natürlich zum einen das sehr, sehr praktische Carbon-Stativ, vor allem sehr leicht, und für den praktischen Einsatz den Rucksack, damit Sie halt alles wirklich leicht auf dem Rücken tragen können. Dazu gibt es noch verschiedene Adapter, mit denen Sie den RTC zum Beispiel mit diesem Adapter über eine 5/8 Zoll, über ein 5/8 Zoll Gewinde über Kopf montieren können oder ähnliches, oder einen weiteren Adapter, dass Sie gängige Leica Wild 3 Klauen, 3 Füße nutzen können, also Ihr Vermessungszubehör, wenn Sie dieses haben. Wir packen für unser kleines Projekt, was wir uns heute vorgenommen haben, den RTC jetzt einfach mal um in den praktischen Rucksack. Das heißt, meine Adapter verstaue ich oben in der praktischen Tasche. Das große Ladegerät kann man vorne in den Rucksack packen. Also das haben Sie dann in Ihrem Projekt auch immer dabei. Das Kabel nicht vergessen. Des Weiteren finden Sie in dem Rucksack hier oben verschiedene Taschen für die USB-Sticks. Das heißt, da stecken wir jetzt schon mal einen der 2 mitgelieferten USB-Sticks rein, damit wir den im Projekt haben. Legen den Rucksack auf die Front, öffnen den Rucksack hinten. Hier ist dann sicher der RTC 360 untergebracht. 2 Batterien nehmen wir uns direkt raus und stecken die in den Rucksack. Die anderen beiden, weil wir ja gleich ins Projekt gehen, werden wir sofort in den RTC einlegen. Dafür hier den Batteriefachdeckel öffnen, die Batterien einfach einführen. Das sind Standardbatterien, die Sie mit den aktuell gängigen Ladegeräten laden können. Des Weiteren nehmen wir uns noch den 2. USB-Stick und legen den auch direkt für unser Projekt ein. Hier unten die Klappe aufmachen, USB-Stick rein und wir sind fertig für unser Projekt. Packen den RTC 360 noch in den Rucksack, schließen alles. Können das Stativ noch an die Seite packen, das heißt einfach hier in die Tasche stecken und mit den Zurgurten feste machen. Und die Kappe nicht vergessen, die lassen wir einfach in unserer Box. Und damit sind wir fertig für unser kleines Projekt. So. Als Mini-Projekt haben wir uns hier im Büro überlegt, die Wand zu scannen. Da würden 3 Standpunkte ausreichen. Wir machen jetzt mal 4. Wir bauen auf. Ich nehme den Rucksack ab. Das Stativ, Carbon-Stativ. Ich öffne die Klemmen, ziehe es aus, sichere die Stativbeine. Sie können natürlich hier, wenn Sie auf einer Schräge stehen oder im Treppenhaus, die Stativbeine unterschiedlich ausfahren. Oder, wenn wir das jetzt uns mal anschauen, es sind hier Stopper drin und auch die kann man aushebeln, dass man die Stativbeine auch in einem anderen Winkel noch nutzen kann. Wir lassen das jetzt ganz normal stehen, nehmen uns den Rucksack vor. Holen den Scanner raus, ich kann ihn schon anschalten. Und hier ist jetzt der Fall, dass wir auf unseren Zapfen den Sensor aufsetzen. Das heißt, den Hebel, den Arretierungshebel, mache ich auf. Ich muss den aber wirklich ganz aufdrücken, das ist nochmal zur Sicherung, und setze den Scanner entsprechend auf das Stativ auf und schließe den Hebel komplett. Schauen wir uns den Scanner mal etwas genauer an. Im oberen Bereich des Displays sehen wir die Statusanzeige, also WLAN ist an, wie ist der Ladezustand meiner Batterien, wie viel Platz habe ich auf meinem Speichermedium und die Möglichkeit, in ein Untermenü zu gehen. In diesem können Sie alle Einstellungen machen, die Sie auch nachher
an den Icons machen können. Sie können den USB-Stick sicher entfernen. Sie können das Wi-Fi an- und ausschalten, GPS, Kompass, Höhenmesser und das Nadirlicht an-ausschalten. Außerdem weitere Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel auch eine Sprachdatei laden oder auch das Firmware-Upgrade durchführen. Schauen wir weiter. Ihnen wird die Scanzeit angezeigt, je nachdem, welche Einstellungen Sie vornehmen. Außerdem haben Sie natürlich im Vordergrund den Startknopf stehen und hier drunter dann die vier Icons. Das sind die entscheidenden Icons für die Einstellung der Scans. Die Auflösung als erstes, 12 mm, 6 mm oder 3 mm auf 10 Meter Entfernung Auflösung. Wir werden jetzt mal hier mit 6 mm auf 10 Meter scannen. Sie können entscheiden, wollen Sie das Panoramabild oder wollen Sie das Panoramabild nicht machen. In der Regel wird heute mit Panoramabild gescannt. Die durchgestrichene 2, die wir hier sehen, das ist das Doppelscannen. Sie scannen also nicht nur einmal die 360 Grad, sondern zweimal. Und bewegte Objekte können hier dann beim Import in die Software entsprechend gefiltert werden. Der vierte Schalter ist dann das VIS, das Visual Inertial System, was dafür da ist, dass der Scanner weiß, wo er im Gegensatz zu dem Scan vorher, zu dem Scannerstandpunkt vorher steht. Das lässt man in der Regel an, weil das ist gerade der Clou beim RTC 360. Schauen wir uns die weiteren Features des Scanners an, die auch mit den Aufnahmemöglichkeiten hier verbunden sind. Was sofort auffällt, wenn man sich den Scanner ringsherum anschaut, der hat unheimlich viele Augen, unheimlich viele Kameras. Da fällt sofort auf, über die Diagonalen haben wir hier vier Kameras und auch im oberen Bereich zu diesem System haben wir eine fünfte Kamera, hier auf der rechten Seite. Das ist das neue patentierte VIS, Visual Inertial System. Das heißt, sobald der Scanner bewegt wird, schauen die Kameras sich die Umgebung an und können sich so orientieren. Außerdem ist das VIS noch gekoppelt mit der IMU, mit der inertialen Messeinheit im Sensor, die also die Beschleunigungsrichtung und Geschwindigkeit in die drei Achsen misst. Und das funktioniert eigentlich genau, wie wir uns auch als Menschen orientieren. Wir schauen unsere Umgebung an und in unserem Gehör sitzt unser Gleichgewichtssinn, der auch die Beschleunigung wahrnimmt und wir orientieren uns so. Und das macht der Scanner auch. Das heißt, wenn wir gleich den ersten Standpunkt fertig haben, uns zu dem zweiten Standpunkt bewegen, wird der Scanner sich umschauen und messen, wie er von Punkt 1 zu Punkt 2 getragen wurde. Dann drei weitere Kameras, 1, 2 und obendrauf 3. Das ist das Panoramasystem, Panoramakamerasystem. Wir haben also hier drei 12-Megapixel-Kameras verbaut. Die machen, wenn wir Bilder machen, 5 Belichtungsstufen, 5 F-Stops. Und der Scanner bleibt 12 Mal stehen. Also wir machen hier ein sehr, sehr hochauflösendes Panoramabild mit 5 Belichtungsstufen. Ja, und das ist das, was wir zum RTC sagen können. Was vielleicht noch fehlt, der Sensor kann in jeder Lage betrieben werden, also so wie er jetzt aufgebaut ist, kopfüber, aber eben auch waagerecht in jeder Lage. Und jetzt fangen wir unser Projekt an. Eben habe ich erwähnt, dass der Scanner natürlich am Scanner selber direkt bedient werden kann, was natürlich richtig ist und in manchen Projekten auch absolut von Vorteil. Häufig ist es auch in Projekten so, dass die Steuerung über ein Tablet dann doch sinnvoll ist und mit der Field 360 App und dem Gesamtsystem RTC, also Reality Capture, ergibt das in vielen, vielen Projekten Sinn, dass man das Tablet mitnimmt, weil erstens hat man die Kontrolle über die Registrierung, die Registriergenauigkeit, habe ich das Element auch wirklich erfasst, was ich erfassen muss. Und ein wesentlicher Aspekt, der immer mehr kommt, sind die sogenannten Geotags, also mehr Informationen an den Scan bringen. Wenn ich das Tablet mit meinem RTC 360 verbinden will, kontrolliere ich immer zuerst, in welchem WLAN ich bin. Hier ist der RTC, wir verbinden uns mit dem RTC 360. Die Field 360 App ist dadurch freigeschaltet, dass ich eine Registrierungssoftware von Leica besitze. Ich kann bis zu 5 Tablets mit der Field-App laden, bespielen und mit dem
RTC verbinden. Das Display ist sehr, sehr aufgeräumt. Ganz wichtig, oben rechts haben wir ein paar Icons. Ich sehe, dass das Tablet mit dem Scanner verbunden ist. Ich sehe den Batteriezustand und ich sehe den Speicherplatz, wie viel frei ist auf dem USB-Stick. Wir legen einen neuen Job an über das Pluszeichen, können den Job benennen, sagen jetzt einfach hier RTC und gehen noch auf das Fotosymbol, um hier jetzt mit der Kamera des Tablets ein Foto für meinen Job zu machen. Das heißt, ich mache einfach ein Foto von der Fassade, von dem Gebäude, von der Anlage. Und wenn ich jetzt auf Foto benutzen gehe, wird dieses Foto als Jobfoto gespeichert, wenn ich auf Sichern gehe. Und jetzt sieht man hier oben rechts, wie der Pfeil läuft. Jetzt kommuniziert das Tablet mit dem RTC, denn der RTC 360 ist der Datenhost. Alle Daten landen auf dem USB-Stick im RTC 360. Wenn wir unseren ersten Scan jetzt starten wollen, gehen wir in unseren Job rein, haben die preisgekrönte Oberfläche unserer Field 360 App, sehr aufgeräumt, im oberen Bereich Ansichtsmöglichkeiten, Map, 360 Grad Ansicht, eine Standpunkts- und die 3D Ansicht, oben rechts wieder den Status, rechts außen ein paar Einstellungsmöglichkeiten und die wichtigen Schalter sind im unteren Bereich, nämlich Scannen, Geotext und Verknüpfung. Wenn wir einen Scan auslösen wollen, gehen wir auf Scannen. Setup 1 ist unser erster Standpunkt. Diese Einstellung kennen wir schon von eben, deswegen starten wir einfach unseren ersten Scan. Der RTC 360 misst jetzt mit 2 Millionen Punkten pro Sekunde. Das heißt, der Scan dauert lediglich 51 Sekunden. In Wirklichkeit scannt der Scanner mit 4 Millionen Punkten. Er sendet 2 Millionen starke Impulse aus, 2 Millionen schwächere Impulse und baut daraus quasi diese 2 Millionen Punkte pro Sekunde zusammen. Warum macht der Sensor das? Der RTC kann hervorragend auf schwierige Oberflächen für einen Laserscanner messen. Der starke Impuls ist für schwachreflektive Oberflächen hervorragend, der schwache Impuls für hochreflektive Oberflächen. Insofern bekommt man hier eine sehr, sehr gute Punktwolke auch in kritischen Bereichen. Das waren jetzt die 51-50 Sekunden für den 3D-Scan. Und jetzt sehen wir, wie der Sensor die Kameraaufnahmen macht. Er bleibt jetzt 12 Mal stehen und macht mit dem Panoramakamerasystem die Aufnahmen. Wie eben schon angedeutet, mit 5 Belichtungsreihen pro Bild. Die Statuslampe zeigt an, dass er arbeitet. Sobald der Sensor fertig ist, gibt es einen Ton, wenn Sie den einstellen, und die Statusleuchte geht auf grün. Außerdem schickt nach dem Scannen der Sensor die Daten als niedrig aufgelöste Objekte an das Tablet. Das passiert jetzt. Schauen wir aufs Tablet. Der Standpunkt ist also hier reingekommen. Wir haben unten die Statusmeldung, dass der Standpunkt fertiggestellt ist. Und wir können jetzt auswählen, in welcher Ansicht wir diesen Standpunkt erstmal sehen möchten. Ich möchte den in der Draufsicht, in der Map sehen. Sie sehen, der Standpunkt wird markiert. Sie haben jetzt die Möglichkeit, den Standpunkt auszurichten, indem Sie über den Kreis drehen oder den Standpunkt auch noch verschieben. Ich richte jetzt meinen Standpunkt hier grob am Blattschnitt aus. Das war also hier jetzt die weiteren Scans auch schön ausgerichtet haben. Sie können den Scan auch jetzt in 360-Grad-Ansicht anschauen. Und hier sehen wir jetzt, was HDR bedeutet, wenn wir uns die Wand anschauen. Wir können auch schon auf dem Tablet die HDR-Möglichkeiten nutzen und hier mit der Belichtung spielen. Wenn ich in Anführungszeichen zu faul bin, mit dem Schieberegler hier zu schieben,
schalte ich das aus und er geht auf Automatik. Sobald ich also jetzt hier in Richtung einer Lampe komme, dunkelt er alles andere ab, sodass man hier jetzt Details in der Lampe sieht. Wenn wir jetzt wieder auf die Wand gehen, hält er hier wieder auf und wir sehen Details dann hier auf der Wand. Die dritte Ansichtsmöglichkeit ist 3D, wo wir dann die Möglichkeit haben, unseren Scan schon mal im dreidimensionalen Raum uns anzuschauen. Also wenn wir jetzt die Wand scannen wollen, kann ich hier überprüfen, ob die Oberfläche der Wand reflektiert, ob ich hier Daten wirklich gesammelt habe oder nicht. Ich gehe zurück in die 360-Grad-Ansicht. Und ein weiteres Feature, eben schon genannt, sind die sogenannten Geotags. Der mittlere Schalter hier, wenn wir da drauf gehen, haben wir die Möglichkeit, Bilder zu machen, Videos, Dokumente, die auf dem Tablet sind, anzuhängen, Sprachnachrichten einzusprechen oder Texte zu schreiben. Wir machen einfach mal ein Bild, sagen Broschüre und möchten ein Foto anhängen. Das heißt, ich nutze wieder die Kamera, gehe jetzt zu meinem Objekt, mache also hier von der Broschüre ein Detailfoto und dieses Foto möchte ich jetzt verwenden, nutze also dieses Foto und habe jetzt die Möglichkeit, das Foto anzuheften oder zu sichern. Wenn ich sichere, landet dieses Foto in meinem Projekt. Wenn ich auf Anheften gehe, kann ich das wirklich referenziert in meinen Scan übernehmen. Und dieses Geotag wird jetzt bis in die Software, bis in den freien Viewer, der dem Endkunden, dem Endnutzer zur Verfügung gestellt werden kann, mit diesen Daten mitgegeben. Das können zum Beispiel QR-Codes in Anlagen sein. Denken Sie an BIM, immer mehr Bauteile werden mit Codierung versehen. Also hier kann man wirklich die einfachen 3D-Daten mit wesentlich mehr Metadaten versorgen und diese dann aber richtig verortet übernehmen. Wir werden jetzt einen Standpunktwechsel durchführen. Für den zweiten Standpunkt werden wir den RTC jetzt unter den Türstock stellen. Ich bewege den noch nicht, sondern ich mache zuerst die Tür auf. Und sobald ich den Sensor jetzt bewege, werden Sie sehen, dass die grüne Leuchte anfängt zu blinken. Das heißt, das VIS-System, das Visual Inertial System, fängt an zu arbeiten, schaut sich um und trackt quasi, wie ich den Scanner jetzt bewege. Das heißt, jetzt blinkt der Sensor. Ich stelle den Sensor einfach hier unter den Türstock. Das Blinken hört auf. Und wir starten den zweiten Scan auch wieder über Start und einfach loslegen. Wir sehen, dass der zweite Standpunkt gleich fertig ist. Wir haben hier unseren ersten, hier ist unsere Wand. Ich behaupte mal, ja, da ist er auch schon. Hier stehen wir unter dem Türstock. Und wenn ich jetzt im Außendienst bin, in meinem Projekt und ich gehe auf Map, markiert mir die Software sofort den zuletzt gescannten Standpunkt. Und wir können jetzt hier unten den dritten Schalter benutzen, verknüpfen. Mein zweiter ist markiert. Ich markiere den ersten, weil ich den zweiten mit dem ersten verknüpfen möchte. Registrierung starten. Der zweite Scan wird blau eingefärbt, der erste Scan orange. Und wir haben jetzt also die Möglichkeit, über Optimieren eine Cloud-to-Cloud-Verknüpfung zwischen diesen beiden Scans durchzuführen. Hat er gemacht. Jetzt verknüpfen wir das Ganze und wir sehen, dass hier eine Verknüpfung zwischen diesen beiden Scans entstanden ist. Und wenn wir uns das jetzt in 3D anschauen, dann ist hier zu sehen, ja, unser Raum hier ist verknüpft mit dem Flur außerhalb. Und das ist jetzt die Kontrolle, die ich über das Tablet habe, dass meine Registrierung funktionieren wird. Also ein hohes Maß an Sicherheit, dass das hier funktioniert. Und wir können zum dritten Standpunkt gehen. Den Standpunktwechsel führen wir wie eben aus. Ich nehme einfach den Scanner durch die Tür. Ist auch egal, wie ich den halte, ob ich mich drehe.
und setze den auf den dritten Standpunkt. Und wir starten den Standpunkt wieder über das Tablet. Das heißt, scannen und Setup 3, gleiche Einstellung, Start. Wie gehabt, jetzt der Standpunktwechsel von Standpunkt 3 zu Standpunkt 4. Auch hier gehe ich wieder in die Map-Ansicht. Der letzte Standpunkt wird markiert. Ich gehe auf Verknüpfen. Das kann natürlich auch während dem Scan schon passieren. Registrierung starten, optimieren, verknüpfen, verknüpft. Unser Projekt, die Wand jetzt hier zu scannen, ist somit eigentlich schon fertig. Aber um hier einen Ringschluss hinzubekommen, machen wir jetzt noch den Standpunkt 4. Starten wir den mal. Und wir wurden auch beauftragt, Sachen wie zum Beispiel Feuermelder oder Ähnliches mit aufzunehmen. Dazu gehe ich in unseren dritten Standpunkt und werde jetzt hier nochmal einen Geotag erzeugen. Nehme wieder die Kamera. Feuermelder 001. Nutze wieder die Kamera. Und mache das Detailbild. Wir benutzen das Foto, heften das an die richtige Stelle an und es ist jetzt an dieser Stelle im Scan verortet. Der letzte Scan ist an der richtigen Position reingekommen. Wir gehen wieder in die Map-Darstellung. Wir sehen jetzt hier, ich schalte die Scans mal auf weiße Darstellung, dass wir die genauer sehen. Das heißt, wir sehen hier in der Draufsicht jetzt, wie genau auch der vierte Scan hier über die Vis-Genauigkeit hereingekommen ist. Wir möchten aber jetzt hier schon noch die Verknüpfung machen. Das heißt, wir gehen auf Verknüpfen, wählen den vierten Standpunkt aus, den dritten, gehen auf Verknüpfen. Sie kennen das schon. Hier möchte ich jetzt nur noch mal zeigen, dass man den Scan wirklich verschieben kann, aber durch die Vis-Genauigkeit kam der schon an die richtige Stelle herein. Man kann sich das auch in der Seitenansicht anschauen, dass die Höhe dann auch richtig ist. Wir optimieren das Ganze, verknüpfen und haben jetzt, wenn wir uns die 3D-Darstellung nochmal anschauen, jetzt hatte ich die Punktfarbe auf Weiß gestellt, machen wir wieder auf Echtfarben, sehen wir jetzt, dass wir hier unser Projekt, unsere Wand mit dem Flur entsprechend verknüpft haben. Der letzte Punkt, wenn wir mit den Daten fertig sind, ist die Datenübertragung. Und das ist dann einfach nur, dass wir unsere Daten quasi vom Scanner herausnehmen und die Bearbeitung findet ab hier mit der Cyclin Register 360 Software statt. So, damit sind wir mit unserem kurzen Projekt fertig. Sie haben die Funktionsweise des RTCs gesehen, Sie haben die Funktionsweise der Cyclin Field 360 App gesehen. Wir haben unser Projekt durchgeführt, wir haben unser Projekt gespeichert auf dem USB-Stick und in einem weiteren Video zeige ich Ihnen, wie die Daten jetzt in Cyclin Register 360 in der neuen Bürosoftware weiterverarbeitet werden, wie man zu dem Endergebnis, was man seinem Kunden dann weitergeben kann oder weiter bearbeiten kann in weiterer Software, kommt. Und in einem dritten Video zeigen wir Ihnen dann noch, wie Sie das dann georeferenzieren, um hier auch in entsprechende Koordinatensysteme über Zielmarken zu kommen. Vielen Dank.